Die Gebrüder Bing mieteten 1865 einen Laden in der Karolinenstraße 14, der schnell wuchs und mit der Zeit mehr Geschäftsfelder abdeckte. Das schnelle Wachstum erforderte 1870 eine eigene Fabrik in der Königstraße 34. 1878 wird eine eigene Lagerhalle sowie eine Ausstellungsfläche in der Blumenstraße gekauft. Das Unternehmen beschäftigte 300 Arbeiter im Jahr 1882. Ab 1892 befanden sich die Fabrik für Haus- und Küchengeräte in der Königstraße 37, das Lagerhaus für Lackierwaren in der Königstraße 26, die Filialfabrik für Bade- und Toilettenartikel in der unteren Baustraße 16, das Lagerhaus für Spielwaren in der Blumenstraße 16 und das Büro sowie Zentralleitung in der Marienstraße 15. In den verschiedenen Fabriken der Firma sind einschließlich der Vorarbeiter, der Meister und dem Verwaltungspersonal an die 800 Personen beschäftigt. Hinzu kamen die Arbeiter der zahlreichen Zulieferer, die ausschließlich für die Gebrüder Bing Waren fertigten. Am 22. Februar 1895 erfolgte die Umwandlung zur Aktiengesellschaft. Die Firma weitete ihren Absatz über Europa bis nach Amerika aus und war im Jahre 1908 nach eigenen Angaben die größte Spielwarenfirma der Welt. Im Ersten Weltkrieg stellten sie verschiedene militärische Bedarfsgüter her. Das Unternehmen wuchs nach dem Krieg zu einem schwer überschaubaren Betrieb mit 16.000 Mitarbeitern. Dies führte im Zusammenhang mit der Weltwirtschaftskrise von 1932 zum Konkurs des Unternehmens. Der größte Teil wurde verkauft. Fritz Hintermeyer erwarb Teile des Betriebs mit dem ursprünglichen Namen. Und diese fertigten ab 1933 Vergaser für Motoren, die an verschiedene Unternehmen geliefert wurden. 2001 änderte sich der Name des von Fritz Hintermeyer erworbenen Teils zu Bing Power Systems GmbH. Während der Industrialisierung existierte auch innerhalb der Arbeiterschicht eine Hierarchie, die absteigend bestand aus Facharbeiter aus dem Handwerk, die gut gebildet waren, angelernte und ungelernte Arbeiter, die aus der städtischen Unterschicht und umliegenden ländlichen Umgebung kamen. Auch Frauen- und Kinderarbeit war vorhanden, jedoch war das Ausmaß von letzterem wesentlich geringer als in den Jahren der Frühindustrialisierung in England. Meist herrschten schlechte Arbeitsbedingungen, da ein hoher Überschuss an Arbeitern herrschte und die Arbeitgeber dadurch den Lohn niedrig halten und unzufriedene Arbeiter leicht ersetzt werden konnten.